Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Classic. Ja, beim letzten Mal sind wir bei Tabeas Hof angekommen und haben hier noch einige Aufgaben auszuführen. Unter anderem sollen wir Grimm-Totems beim Grollhorn-Posten töten, Margengift sammeln, dort haben wir beim letzten Mal schon angefangen, und 10 Totems-Tests durchführen. Und ich habe erfolgreich nicht nachgeguckt, wie diese Totems-Tests funktionieren. Das heißt, es muss ich jetzt gerade jetzt live on Sage die Waffe der Grimm-Totem googeln. Ich habe nämlich mich sehr gut vorbereitet. So, jetzt gucken wir mal kurz. Was sagen die Kommentare denn? Bei meinem Jäger zählt es nur, solange mein Pet keine Akku hat. Okay, das klingt ja schon mal vorteilhaft. Für die Quest musst du dem Mob den Todesstoß versetzen, während er unter dem Schwächungseffekt des Totem ist. Diese Einschränkung gilt auch für Jägerhaustiere. Ich musste mein Haustier auf Passiv stellen, um dann sicher zu gehen, dass ich den Todesstoß bekam, um die Quest erträglich zu machen. Okay. Gut, das heißt, diese Quest wird ein bisschen anstrengend. Aber gut. Unser Pet hat schon wieder Hunger. Okay, gut. Ja, es ist Samstag, meine Lieben. Es ist nach 9 Uhr, aber ich habe ja Gott sei Dank nur an meine eigene Uhrzeit mir festgelegt, wann die Folgen erscheinen sollen. Deswegen habe ich ja von der Theorie her den ganzen Samstag Zeit, euch eine gute Folge zu präsentieren. Denk mal, wir konzentrieren uns erstmal auf das Marschengift. Vielleicht machen wir das Totem-Testing, vielleicht mache ich das offline. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das ist doch ein bisschen nervig. Ja, mein Inventar ist übrigens immer noch voll. Was für eine Überraschung. So, hier haben wir den Krokolisten. Das heißt, wir stellen unser Pet auf Passiv. Einmal das. Und dann müssen wir im Nahkampf arbeiten. Das ist natürlich echt kacke, weil das ist für einen Jäger ist das hier echt nicht einfach. Vielleicht lassen wir die Quest sogar aus, ehrlich gesagt. Weil das ist ja echt übel. Wobei ich könnte auch versuchen, einfach so lange das Pet auf angreifen zu lassen und dann das Pet auf Passiv zu stellen. Kurz vorher. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt ist das scheiß Totem weg. Willst du mich verarschen? Gott sei Dank, das war jetzt knapp. Ist ja mal richtig doof. Oh, da ist ja auch noch ein Kroko. So, wir probieren jetzt mal das aus. Das Pet hat keine Akku, sondern ich habe die Akku, aber das Pet macht mit Schaden drauf. Sehr gut, das klappt. Sehr schön. Dann können wir damit arbeiten. Okay. Also ich denke mal, mit anderen Klassen ist diese Quest ein bisschen einfacher. Als Jäger ist sie ein bisschen anstrengender. Aber kriegen wir hin. Das lädt immer noch auf.
So, das Marschengift haben wir fertig. Aber es macht schon einen Unterschied, ob das Pad mit auf, rauf geht. Das muss man schon sagen. Ja, in Burning Crusade ist, glaube ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen die nächste Raid-Instanz offen, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Und zwar glaube ich, dass Festung der Stürme aktiv ist. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil das Ganze auf Englisch dort stand. Also ich muss sagen, wir haben zeitlich wirklich ein kleines Problem, weil unser Druide ja momentan nicht wirklich gespielt wird, weil ich die Zeit dafür momentan nicht finde. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das Problem angehen und lösen. Also momentan ist ja der Streamplan mittwochs Sea of Thieves, freitags oder sonntags. Da bin ich immer relativ flexibel. Guild Wars. Und den anderen Tag halt WoW Retail. So, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, WoW Retail ist eh nicht mehr viel los. Man könnte auf Burning Crusade wechseln. Ist nur die Frage, was wäre mehr gesehen, sage ich jetzt mal. Ist halt die Frage, ne? Ja, ich habe übrigens noch nicht wieder versucht, hier eine Dungeon-Gruppe zu finden, ehrlich gesagt. Ich glaube ja immer noch, dass das eher was für Burning Crusade-Content ist. Ja, Inventar ist voll. So, unser Pet kriegt mal ein Ausdauerteil. Dann habe ich nämlich für den Mana-Trank Platz und den werfe ich mir auch gleich ein. Man könnte natürlich auch pro Woche immer im Wechsel arbeiten, dass man eine Woche Burning Crusade macht und eine andere Woche Retail. Ich bin mir da noch ein bisschen unentschlossen. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten gerne noch einen vierten Tag streamen, aber mein Problem ist einfach, ich hab's zeitlich, ist es nicht möglich. Also momentan ist die Woche einfach komplett durchgetaktet. Und montags Training, dienstags, donnerstags Sport und mittwochs und freitags streame ich schon. Also, da wäre eigentlich nur noch der Samstag und ganz ehrlich, der Samstag ist eigentlich für mich frei. Dieses Wochenende mache ich da, wie gesagt, eine Ausnahme. Heute Abend, für alle, die noch nichts vorhaben, wie gesagt, Uhrzeit ist noch nicht fest. Ich habe keine Ahnung, es könnte 20 Uhr sein, es könnte auch früher sein. Ich will mich da nicht festlegen. Momentan peile ich so die übliche Uhrzeit an, 19, 20 Uhr rum. Das kommt aber wirklich darauf an, wann wir von unserem Ausflug zurück sind.
Deswegen möchte ich da ehrlich gesagt mir keinen Zeitdruck setzen. Ich möchte heute eigentlich einen schönen Nachmittag verbringen und nochmal ein bisschen entspannen, bevor ich dann morgen den ganzen Tag weg bin. Und heute Abend einfach gerne mit euch New World entdecken. Ich habe das mittlerweile runtergeladen. Ich habe gestern Abend auch einen ersten Test gemacht. Also ich habe mir noch keinen Char erstellt. Das will ich im Stream machen, weil das gehört so ein bisschen bei der Beta-Erstellung meiner Meinung nach dazu. Und ich hoffe, dass die Sequenz, die ich gestern Abend schon gesehen habe, dass die nochmal kommt. Ich denke aber schon, weil das scheint mir so eine Art Sequenz zu sein, die bei jedem neuen Charakter kommt. Von daher bin ich da guter Dinge, dass diese Sequenz nochmal auftaucht. Also grafisch muss ich sagen, ist New World, ohne dass ich überhaupt eine Spielszene gesehen habe, nur der Startbildschirm ist echt schon sehr hübsch. Auch die Sequenz, die ich dort heute gestern Abend gesehen habe beim ersten Starten, war sehr, sehr schick. Muss ich wirklich sagen. Also, es wird sich heute Abend exakt zeigen. Wenn ich es schaffe, versuche ich nachher vielleicht noch einen kleinen Stream-Test zu machen. Ich muss noch mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Es gibt, glaube ich, auf einem der beiden Programme, entweder bei OBS selber oder bei Streamlabs OBS, die Möglichkeit, einen Stream-Test zu machen, sodass man nicht gelistet ist, aber zumindest die Stream-Voraussetzungen simulieren kann. Und das wäre für mich ganz vorteilhaft. Wobei ich ja sagen muss, ich kann das Spiel nicht direkt starten, weil ich noch keinen Charakter habe. Wir müssen da einfach mal schauen. Ich hoffe, dass das alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, dass wir das heute Abend zusammen probieren können. Weil Fakt ist, das könnte ein Stream-Projekt werden, wenn mir das Ganze gefällt. Ich bin natürlich noch ein bisschen skeptisch, weil das Ganze so eigentlich ursprünglich PvP sein sollte. Aber ich hoffe, dass PvE-Spieler dort auch auf ihre Kosten kommen und nicht zwangsläufig PvP machen müssen. Falls doch, wird das Spiel leider nicht in meiner Liste landen, was ein bisschen schade ist. Wer ist das denn? Was macht die hier? Das ist doch ein Hordler-Char, oder? Ist aber kein Ramob. Hat die ein Quest-Item? Tatsächlich, die hat ein Quest-Item dabei. Ascending. Dieser Brief, der bei dem Leichnam einer Apothekerin der Verlassenen gefunden wurde, enthält alarmierende Beweise für das enge Bündnis der Grimmtotens mit den neuen Herren von Lordaeron. Apothekerin Sila wurde als Beweis unserer Treue und als Zeichen für unser neu geschaffene Bündnis entsandt, um euch bei dem Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind im Land von Kalimdor zur Seite zu stehen. Niemand wird unserer Macht und Entschlossenheit standhalten können. Andalo, der SI-7-Agent bei Tabeas Hof, sollte umgehend von diesem Brief erfahren. Das sehe ich auch so. Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, zum Stand von Burning Crusade sind die Verlassenen eigentlich ja schon ein Teil der Horde, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Falls ihr das wisst, könnt ihr das übrigens gerne in die Kommentare schreiben. Grundsätzlich kann man als Hordler ja einen Untoten erstellen. Aber die Verlassenen sind da ja nicht gleichzeitig Untote in dem Moment. So, da haben wir wieder ein Krokolis. Mein Gott. So. Ja, das war jetzt nichts, weil unser Pet leider die Akku hatte. Ich habe zu spät gecheckt, dass der noch seinen Knurren anhatte. Inventar.
Inventar ist voll. Ja, Inventar ist voll, ich weiß. Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß. Ich weiß gar nicht, haben die auch Gifte? Ach nee, die brauchen ja eh nicht mehr, die Gifte. Brauchen ja jetzt eigentlich nur noch diese Mobs für den Totem-Test. Da ist einer. Müssen wir noch ein bisschen warten. Unser Totem hat noch wieder Aufladungszeit. Ich finde ehrlich gesagt die Abklingzeit auch schon sehr, sehr krass. Eine Minute und 30 Sekunden finde ich ehrlich gesagt ein bisschen krass, weil die Mobs sind hier doch schon sehr verteilt. Bestes Beispiel sieht man ja gerade. Ich kann nicht mehr tragen. So, drei Stück brauchen wir noch. Da vorne sind es ein paar. Drei Stück sogar. Perfekt. Warten wir wieder ein bisschen, bis das Totem ready ist. Ja, wir hatten gestern unseren, ich ganz ehrlich gesagt, unseren ersten richtigen Auftritt nach fast einem Jahr. Also beim Schwimmanzug. Und ich muss sagen, Holdiwitzka war ich im Arsch. Also, es war ziemlich anstrengend. Wieso hat mein Begleiter Akku? Schade, dass ich hier nicht irgendwie Akku ziehen kann. Warte mal. Jetzt. Sehr gut. Komm schon, stirb endlich. Inventar ist voll. So, zweiter Kollege. Und das war ein kleines Festival, sag ich jetzt mal. Open Air natürlich. Und war schon ziemlich gut besucht. Muss man schon sagen. Aber ich hoffe, das Totem reicht jetzt noch für den einen Mob. Und das war zur Abenddämmerung. Und jetzt könnt ihr euch nicht ansatzweise vorstellen, gestern war hier echt eine ziemliche Wärme. Abends war es ziemlich schwül. Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr gut. Oh Gott. Das wäre es jetzt gewesen beim letzten Mob, ey. Das wäre es jetzt gewesen, Leute. So, wir müssen in die Richtung. Auch interessant ist übrigens dieses kleine Lager hier, ne? Mit dem Leichnam. Ja, ich habe mir einen Mückenstich am Ohr geholt. Das muss man erstmal hinkriegen. Es gibt eine Menge Körperteile, wo eine Mücke hinkommen kann, aber dass es ein Ohr wird, das muss man erstmal hinkriegen, ne? Also, das ist echt, bescheiden. Braucht ihr etwas?
Andello liest den Brief bestürzt über dessen Inhalt. Dies bestätigt lediglich unseren Verdacht, den wir seit langem über das Zusammenspiel von Horde und den Verlassenen hegen. Mithilfe der Magie und den Waffen der Verlassenen würden die Grimm-Totem zu einem noch viel gefährlichen Gegner werden. Das Gleichgewicht der Macht in Kalimdor könnte ernsthaft in Gefahr sein. Auf dann. Okay. Hallo? Wir kriegen hier ein Item. Gut, wir haben Platz. Lehrling Mola nickt. Gut, wie sagt man so schön? Ich werde ihre Gesellschaft nicht missen. Inmitten des Sumpfes würde man sich normalerweise etwas Zurückgezogenheit wünschen, oder nicht? So, was haben wir hier? Das brauchen wir nicht. Stärke, Beweglichkeit. Können wir auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Und damit haben wir Level 43 erreicht. Langes her. So. Und die letzte Quest. So, das Testen war erfolgreich. Der Lehrling hört euch aufmerksam zu, während ihr ihm den Verlauf des Experiments schildert. Ein bisschen Dunst und ein paar Blitze, das war alles. Hinter dem Totem muss doch noch mehr stecken. Die Grimm-Totem würden so etwas doch nicht mit aufs Schlachtfeld bringen, wenn es keinen Nutzen hat. Absolut perfekt. Er wird den Unterschied nie bemerken. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob er das wirklich nicht tut, ne? Wir kriegen einen neuen Bogen. Sehr schön, das ist cool. Man sieht sich. Den legen wir auch gleich an. Wir haben jetzt sehr, sehr lange keinen neuen Bogen bekommen. Ja, und damit haben wir hier die Quest soweit abgeschlossen. Jetzt bin ich ehrlich gesagt am Überlegen, welche Aufgabe Tavea noch für uns hat. Ach ja, die Tiara der Tiefe, ich erinnere mich. Das ist die offene Quest bei ihr noch. Ich würde an dieser Stelle für heute auch Schluss machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Samstag. Also bei uns ist auf jeden Fall noch sehr, sehr warm. Vielleicht grillt ihr heute Abend, ja? Ich werde mich heute, wie gesagt, auf ein kleines Stadtfest begeben. Und heute Abend, wenn ihr möchtet, haltet die Augen offen auf Twitch. Ihr kennt den Kanal. Wenn ihr möchtet, können wir uns zusammen New World anschauen. Meiner Meinung nach neben WoW ein interessantes MMO, was bestimmt Aufmerksamkeit erregen sollte. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gemeinsam mit mir das Spiel ein bisschen anschauen, ohne es selber zu spielen. Wobei, offene Beta, das ganze Wochenende bis Sonntag. Ihr könnt natürlich auch selber runterladen auf Steam. Es ist relativ zügig mit der Einladung. Also ich glaube, ich habe Freitagabend einen Link geschickt, also mich da angemeldet. Ihr müsst eigentlich nur auf Steam, auf die New World-Seite gehen und dort die Beta-Anforderung stellen. Und ich glaube, es hat, weiß ich nicht, keine 12 Stunden gedauert und ich hatte die Bestätigung. Also nächsten Tag hatte ich sie schon, als ich aufgestanden bin. Das geht sehr fix. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns entweder bei einem Stream nächste Woche oder, ihr wisst, wie es heißt, genau. Entweder bei meinem Stream oder nächste Woche spätestens am Samstag zu einer neuen Folge von WoW Classic wieder. Macht's gut!